Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Plague Inc. Wir werden mal wieder versuchen, die Menschheit auszurotten. Beim letzten Mal haben wir es mit den Prionen gemacht. Und jetzt ist hier der Necroa-Virus frei. Und ich sag's euch gleich, bin eine ehrliche Haut. Ich hab's schon ein paar Mal versucht, hab's nicht geschafft. Deswegen ist auch gleich einiges eingestellt. Aber ich kann euch schon mal versprechen, das wird eine sehr geile Runde. Nicht klassifiziert, extrem regenerative Fähigkeiten angenommen. So, das hatte ich mir beim letzten Mal so eingestellt und ich werde so bleiben. Das war nämlich gar nicht so schlecht. Ich habe nur ganz knapp verloren. So, Schwierigkeit bleibt auf normal. So, und unsere neue Seuche heißt Zombiose. Ich denke mal, da wisst ihr schon, worauf es hinausläuft. So, Startgebiet wählen. Ich starte diesmal mal in einem reichen Land und hole mir dann am Anfang wieder die Bonusse für die armen Länder und so. Wir nehmen Frankreich. Zack. Zombiose befällt Frankreich. Ja, da es am Anfang ja eh mal schleppend vorangeht, machen wir gleich mal ein bisschen Schub. Zombiose ist ein Necroa-Virus. Es verfügt über extrem regenerative Fähigkeiten und aggressiven Stoffwechselbedarf. Der Großteil seiner genetischen Struktur bleibt rätselhaft. So, Schub geben. Auch die Musik gleich so mystisch. Größte historische Höhlenmalerei mal wieder in Syrien entdeckt. Euro gegenüber Dollar auf 3 Monatstief. Ja, wir entwickeln irgendwann weiter, aber ich lasse es erstmal langsam ergehen. Wie viel haben wir im Moment? 5. Steigendes Überschwemmungsrisiko in Küstenstädten. Entsafter aus 3D-Drucker löst Massenpanik aus. Neuer Roboter-Entsafter nach UN-Bericht wegen extrem verstörenden Verhalten in 17 Ländern verboten. Behörden versuchen den Zugriff auf die CAD-Datei einzuschränken. Die Aliens sind nicht an unserer Erde interessiert. So, jetzt haben wir mal 33 Punkte. Gehen wir mal rein. Hier Übertragung. So, dann haben wir hier links die zoonotische Verschiebung. Genetische Verschiebung erhöht Ansteckungsgefahr und Mutationschance. Speziesübergreifende Infektion möglich. Erhöht zukünftige Forschungsgeschwindigkeit. Das ist natürlich scheiße. Aber naja, da rundherum werden welche freigeschaltet. Also müssen wir das auch irgendwann nehmen. Dann haben wir noch Blut 1. Virus dringt im Blutkreislauf ein. Blut ist jetzt ein Krankheitsüberträger. Arme Länder sind besonders betroffen. Dann hier Speichel. Virus repliziert sich schneller in Speicheldrüsen. Dies erhöht die Infektionswahrscheinlichkeit durch Kontakt mit Speichel. Und hier dann noch ein Special. Segmentiertes Genom. Virus spaltet sein Genom in kleinere Moleküle auf. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit lebensfähiger Mutationen während der Übertragung. So, wir fangen genau mal mit dem hier auch an. So, dann werden nämlich die nächsten freigeschaltet und das sind hier die Standarddinger und jetzt neue Fledermaus. Das gab es vorher noch nicht. Wirtsauswahl weitet sich auf Fledermäuse aus, die nur schwer zu entdecken sind. Erhöht Ansteckungsgefahr und Mutationschance. So, den nehmen wir gleich mal mit. Und Fledermaus 2 könnten wir auch gleich mitnehmen. Teilweise genetische Aktivierung führt zu nächtlichen Fledermausangriffen. Erhöht Ansteckungsgefahr enorm und Angriffe können tödlich enden. Den nehme ich auch nochmal mit. Die Punkte auch so gut wie weg. Und wir wurden erfolgreich weiterentwickelt. Fracking in Großbritannien legal. Griechenland möchte wieder die Eurozone verlassen. Telefonhersteller will hippe Sängerin als CEO. Arznei in Frankreich hemmt Infektion. Das ist am Anfang jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm. Je langsamer wir uns ausbreiten, desto später haben sie uns erst auf dem Kieker. Und Zombiose beginnt sich auszubreiten. Japan entgeht Finanzkollaps. Es sind so einige neue News, die vorher nicht gelesen habe. Jogger lächelt in Kamera und wird berühmt. Neues Hilfsprogramm für arme Länder. Die Vereinten Nationen haben eine neue Initiative für arme Länder gestartet. Dadurch sind diese weniger anfällig gegenüber Krankheiten.
Na, das werden wir doch zu verhindern wissen. So, wir nehmen jetzt als nächstes mal unsere Lieblinge hier, die Vögel, die begeistern mich immer wieder. Ah, und da haben wir unser erstes Übertragungssymptom mutiert. Ja, da geht es in Frankreich auch gleich besser, weil das Nagetier war und das ist ja für urbane Gebiete und ne, da zählt Frankreich dazu. Ja, Länderinformationen können wir mal reinklicken. Da ist der Eiffelturm, sieht alles noch supi aus. So, was kostet Vögel 2? 22. Da sind wir bei Hunderten angekommen. Fest der Liebe in Frankreich, ey. Es geht alles nur in Frankreich. Es ist infiziert und das Fest der Liebe ist diesmal auch in Frankreich. Insektübertragung mutiert, also gleich das nächste. Und Zombiose erreicht Deutschland. Herzlich willkommen in Deutschland. So, gucken wir mal Deutschland an, wie schnell es da jetzt vorangeht. Ist mir eigentlich lieb, wenn es noch ein bisschen langsam bleibt jetzt am Anfang. Ja, jetzt rätseln sie wieder, ob die Olympischen Spiele stattfinden sollen. Keine Angst, wir kriegen Zombiose sowieso nach Brasilien. Dann sind wir bei Tausenden. Und Speichel-1-Übertragung mutiert. Also jetzt schon drei, die wir nicht selber machen brauchten. Und alles nur Übertragung. Das ist eigentlich ziemlich nice. Aha, nächste Land infiziert. Und wieder ein Land. Und da haben wir 25. Zombiose infiziert weitere Länder. So, und wir gönnen uns jetzt hier Vögel 2. Jetzt müsste es langsam mit den Ländern losgehen. Wie immer, wenn man Vogel 2 nimmt. So, jetzt brauchen wir dann eigentlich nur noch Wasser und Flugzeuge, also Schiffe und Flugzeuge. Oh, warte mal. Die nehmen wir noch mit. So, Speichel 2. Virus repliziert sich direkt in der Nasenhöhle. Dies erhöht die Infektionswahrscheinlichkeit durch Kontakt mit Nasenschleim enorm. Naja, enorm ist es jetzt hier unten nicht. So, dann ist hier Wasser als nächstes. Aber wir werden erstmal gucken, was jetzt unser Update gemacht hat. Ich habe immer eigentlich ganz gerne ein paar Punkte auf der hohen Kante. Ah ja, Frankreich nimmt Fahrt auf. Jetzt schon über Millionen. Das bedeutet, es geht jetzt relativ zügig, denn dann wird Frankreich voll sein. Da, verseuchtes Schiff. Ansteckender als Tuberkulose sind wir schon mal wieder. Und segmentiertes Genomübertragung mutiert. Das war das, was ganz schön teuer war. Sehr gut. Ah, wieder ein verseuchtes Schiff und infiziert. Zack. Oh, warte mal. Blase mitnehmen. Oh, sie haben uns auf dem Kicker. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Erster Todesfall auch schon in Frankreich. Machen wir mal langsamer. Oh. So, wir nehmen jetzt hier mal Blut 1. Wir sind ja in armen Ländern noch nicht großartig vertreten. Und dann ist jetzt hier Luft freigeschaltet. 13 und Wasser kostet 12.
Ja, aber die beiden gönne ich mir auf jeden Fall noch. Hier war noch eine Blase. Dann nehmen wir erstmal Schiffe mit. Und dann können wir uns auch schon Flugzeuge leisten. So, und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier überhaupt noch was mache, weil ein bisschen was wird ja vielleicht noch mutiert. Dann können wir dann schon mal auf die Symptome gehen. Da haben wir hier die Schlafstörung. Unfähigkeit zu schlafen führt zu Gereiztheit und Müdigkeit, verlangsamt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit. Und erhöhte Speichelproduktion. Entzündung der Unterkieferspeicheldrüse erhöht Speichelproduktion und Infektionsrate. Ja, hier haben wir im Moment noch die drei Standardsachen: warm, kalt und Arzneimittelresistenz. Ich denke mal, kalt sollten wir uns auch demnächst gönnen. Kostet 5, geil. Und wo wir schon dabei sind, ja, gönne ich mir doch mal den Kalt. Ey, und Frankreich startet jetzt die Arbeit. Und das ist hier krass. Sie sind noch nicht mal voll infiziert und fangen schon an. Wissenschaftler beunruhigt über Zombiose. Erste Analyse von Zombiose in Frankreich stellte regenerative Fähigkeiten von Zellen fest, die Tumore auslösen könnten. Regierung verspricht zu handeln. Anstecken als HIV. Jawohl, wir nehmen Fahrt auf. Ja, aber es geht's richtig ab. Frankreich macht die Häfen dicht. Sehr gut. Wie viel brauchen wir noch? Na, nicht ganz 20. Jetzt geht's richtig zur Sache. Ich mache an Übertragung gar nichts mehr. Ey. Also das ist ja super. Ey. Jetzt schon nur noch 8. So, dann gehen wir doch mal auf die Symptome und schränken mal die Forschungsgeschwindigkeit ein bisschen ein. Erstmal die Schlafstörung. Dann Fieber, Erhöhung der Körpertemperatur führt zu Unwohlsein und verringert Konzentrationsfähigkeit, verlangsamt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit. Jo. Photophobie, Empfindlichkeit und Schmerz durch Sonneneinstrahlung, verlangsamt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit, verringert Infektionsrate leicht. Das soll mich nicht stören, nehme ich trotzdem mit. Und Delirium, Rückgang von kognitiven Funktionen, führt zu Unvernunft und Paranoia, kann tödlich sein und verlangsamt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit enorm. Den gewürzt doch auch noch. So. Dann nehme ich hier noch die Arzneimittelresistenz mit. Müssen wir uns in den wohlhabenden Ländern besser verbreiten. Und da das auch wieder nur 6 kostet, nehme ich doch den auch nochmal mit. Senkt Forschungsgeschwindigkeit. Und Entwicklung eines Heilmittels dauert länger. Nehme ich auch noch mit. Ja, kurz gucken, wie sich das jetzt gesenkt hat. Ah, nur 4. Ja, Nagetier 2 mutiert, auch wieder gut für die reichen Länder und urbanen Gebiete. Tja, ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Oh, hier. Was beinahe verpasst. Ah, sehr schön. Es ist wieder, kommt noch ein. Ja, 4 noch. Insel, Insel, Insel. Mal wieder 3 Inseln. Und wir sind auf der Beobachtungsliste gelandet. So, jetzt nehmen wir mal den hier. Die zytopathische Reanimation. Bildung komplexer neuraler Strukturen reanimiert beschädigte Zellen und stellt Körpergrundfunktionen wieder her. Verwandelt Tote in Zombies. Jetzt wisst ihr auch, warum das ganze Ding Zombiose heißt. Und jetzt könnten wir hier schon mal was gegen für Töten nehmen. Oh, hier, der ist ganz tödlich.
Anaerobe Wiederbelebung. Infizierte Hirnzellen stellen auf anaerobe Atmung um. Bildung von Milchsäure ist tödlich, zerstört höhere Hirnfunktion und Persönlichkeit. Ja, was haben wir denn hier? Verbesserte Sinneswahrnehmung, Nährstoffversorgung des Okzipital- und Temporallappens wird erhöht, verbesserter Seh- und Hörsinn erhöht Schwere. Erhöhte Motorikkontrolle, Nährstoffversorgung des Parietallappen wird erhöht, steigert Bewegungsfähigkeit und Koordination, erhöht Schwere, vor allem in urbanen Gebieten. Ja, aber irgendwie nichts auf Tödlichkeit, So, hier Zombie-Funktionen frei. Hordentrieb. Aktive Fähigkeit lässt Zombies Horden bilden, in denen sie über Land und Wasser wandern und neue Länder angreifen. Ja, den nehme ich mal mit. Was ist hier unten? Verzögerte Autolysie. Virus verlangsamt Ausstoß von Verdauungsenzymen durch Lysosomen in Zellen. Dies verlangsamt den Verwesungsprozess von Leichen. Das können wir halt gebrauchen bei Zombies. Regenerierende Aktivierung. Aktive Fähigkeit ermöglicht neurologische Regeneration im Gehirn von infizierten Leichen. Reanimiert einige Tote wieder. So, aber wir haben nur noch 7 Punkte. Wir sparen erstmal. Zombiose lässt Tote wieder auferstehen. Zombiose verwandelt infizierte Leichen in Zombies und wird im Laufe der Zeit stärker. Die Menschheit ahnt nicht, was ihr bevorsteht. So, jetzt seht ihr, hier haben wir eine neue Funktion frei. Ja, Kanada führen beim Heilmittel. Aktive Fähigkeiten jetzt bereit. Aktive Fähigkeiten Zombie-Horde und Reanimieren geben dir die ultimative Kontrolle über Zombies. Greife mit ihrer Hilfe bestimmte Länder oder Widerstandsnester von Menschen an. Das ist das hier drüben. So, nur noch 2 Länder, oder? Ja, Grönland und Neuguinea. Zombiose tötet rasant. Die Menschen in UK sterben schneller als neue Menschen infiziert werden. Glaube ich nicht. So alle infiziert, ne? Ja. Da können sie ruhig drauf gehen. Ja, Heilmittel zu 50% hergestellt. So, ich stopp jetzt hier mal den Verwesungsprozess. Also nicht stoppen, sondern verlangsamen. Will hier mal mehr in der Horde haben. Hordenmentalität. Zombies folgen eher anderen Zombies. Zombiehorden können aus Tausenden von Zombies bestehen. Hordenkommunikation. Hordenanführer locken Zombies in die Nähe mit unverwechselbaren Störlauten an. Horden können aus Hunderttausenden von Zombies bestehen. Kostet aber 17. Sparen wir erstmal. So, dann haben wir die Pest überholt. Zombies ändern alles. Erhöhe die Schwere von Zombiose, um Zombies tödlicher zu machen. Verringere die Verwesungsgeschwindigkeit von Zombies und mache es den Menschen schwerer, sie im Kampf zu töten. Ja, dann haben wir die spanische Grippe überholt. Und da haben wir die 17. Da nehmen wir hier mal die nächsten Horden. Und dann hier der Hordenpheromone. Hordenanführer produzieren Pheromone, um andere Zombies anzulocken. Zombiehorden können aus Millionen von Zombies bestehen. Und das ist natürlich sehr schön. Aber seht ihr auch hier drüben, ne? Das kostet halt, ne, 4 DNS-Punkte, das einzusetzen. Ah, verbesserte Sinneswahrnehmung sind mutiert. Ja, das haben wir vorhin gelesen. Das ist sehr gut. Zombiose verwandelt Menschen in Zombies. Angesichts eindeutiger Beweise bestätigen Regierungen, dass Zombiose pathologische Aggressionen bei Leichen auslösen kann, behaupten aber, die Situation sei unter Kontrolle. So, mehr tot als durch die Bocken. Ah, das ist Heilmittel zu 90% hergestellt. Und da ist das Heilmittel fertig. So, wir schicken jetzt mal hier unsere erste Horde los. Und dann schicken wir hier nochmal eine los. So, was kostet das mit den Millionen? 23. ZCOM-Projekt in Grönland gestartet. Um die wachsende Zombie-Bedrohung einzudämmen, wurde eine mächtige Militärorganisation namens ZCOM ins Leben gerufen. Ihre Mission, die Menschheit gegen die Toten verteidigen. So, das heißt, jetzt ist hier richtig Krieg angesagt. Ach ne, warte mal. Wir gönnen uns jetzt mal hier den mit Millionen Zombies. Schicken erstmal hier ein paar Millionen rüber.
Und die wir hier haben, schon mal nach Grönland. Zombies vernichten Zentralasien. Ganz ehrlich, ich muss mal kurz Pause machen, weil ich will ein paar Sachen machen. Ich habe so viele Punkte. So, hier gibt es nicht viele. Da gibt es keine. Hier gibt es ein paar Millionen. Also so. So. Da gibt es auch ein paar Millionen. Komme ich von da? Ja, komme ich. So, wir müssen unbedingt Grönland angreifen. Darf ich von den USA nach Grönland? Ja, leider nicht. Da gibt es auch kaum welche. Überall da angreifen, wo es nicht so viele gibt. Was in Marokko? Aha, da gibt es auch nicht viele. Hier gibt es ein paar Millionen. So, den Rest der Punkte gucken wir mal nochmal hier, was wir verbessern können. Was haben wir denn hier? Hyperosmie. Riechschleimhaut wird dünner und verbessert dadurch den Geruchssinn von Zombies enorm. Erhöht Schwere. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Adrenalinschub. Mutation der Nebennierenrinde führt zu Adrenalinüberproduktion, was Wachsamkeit und Aggressivität von Zombies erhöht. Ja, das nehmen wir auch mit. Wir machen die richtig schön stark. So, und jetzt machen wir wieder weiter. Jawohl, Grönland infiziert. So, wir haben hier jede Menge Punkte. Ich mache wieder mal kurz auf Pause. So, damit können wir die Zombies reanimieren. Hier können mehr reanimiert werden. Und hier noch mehr. So, das ist die Reanimierenfähigkeit. Hier sind nicht so viele tot, aber hier sind viele tot. Na, haben wir da gleich mal über 1 Million geschaffen. Oh, hier gibt's gar keine. Da greifen wir doch mal von zwei Seiten an. So, hier ist halt Z-Com, da müssen wir auf jeden Fall angreifen. So, lassen wir wieder ein bisschen laufen. Z-Com gewinnt in Grönland an Einfluss. Z-Com hat in Grönland erhebliche Verteidigungsanlagen gegen die Zombies errichtet. Soldaten und Zivilisten kämpfen Seite an Seite gegen tägliche Zombie-Angriffe. Ukraine wurde zerstört. So, Zetko wieder angreifen hier. Oh, darf ich nicht. Darf ich von da? Ja. Z-Com will neue Basis errichten. Dann sparen wir uns die Punkte lieber auf. Z-Com hat genügend Ressourcen, um seine Operation auf ein weiteres Land auszuweiten. Militärflugzeuge frühmorgens in Grönland gestartet. Alles klar. Die greifen wir gleich als nächstes an. Wo fliegen die hin? Nach Australien oder was? Oder nach Neuseeland? Neuseeland.
ZCOM in Grönland vernichtet. Die Hauptbasis von ZCOM in Grönland wurde von einer unaufhaltsamen Zombie-Horde zerstört. Es gab keine Überlebenden. Jawohl. Dann reanimieren wir in Australien mal welche. Gehen wir von hier nach Neuseeland. Von da nach Australien. Und von Australien nach Neuseeland. So, was können wir denn hier noch machen? Nochmal auf Symptome. Was ist das hier unten? Die Hand? Handhypertrophie. Stärkt Handmuskulatur von Zombies enorm, was es Opfern fast unmöglich macht, dem Griff zu entkommen. Erhöht Schwere enorm. Bam, die Geburtstag. Punkte weg. 22 Millionen Menschen sind nur noch gesund. Alle Länder im Moment befallen. ZCOM angreifen. In Australien müsste es geschafft sein. Der rote Balken steigt ganz schön schnell. ZCOM bildet neue Regierung in Neuseeland. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Australien hat es gleich hinter sich. Jawohl. Alles Zombies. ...51 gesunde Menschen haben wir noch. Na okay, und ich, ey. Also 52. Und da haben wir es geschafft. Zombiose hat die Menschheit ausgelöscht. Mit Zombiose infizierte Zombies haben die letzten menschlichen Überlebenden aufgespürt und verschlungen. Die Zombies werden verwesen und bald wird die ganze Erde leer sein. Da ist der Sieg! Zombiose und dessen Zombies haben die gesamte Menschheit vernichtet. Nichts ist übrig geblieben. Alles wurde aufgefressen. Ey, ist das nicht toll, ey? Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.